BurgTV. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Was war los in Stadt und Land? Hier sind die Themen der Sendung. Vom Saulus zum Paulus, ehemaliger Krimineller heilt im Namen Gottes kranke Menschen. Haifischsteaks mit Bauernhofgarantie, Roland Girdler zum Untergang der echten Bauern. Der Berg ruft, 280 Oldtimer-Traktoren stürmen bei der dritten Traktoren-WM den Großglockner. Der Protagonist unserer folgenden Geschichte hat ein bewegtes Leben hinter sich. Aufgewachsen in ärmsten Verhältnissen in einem Vorort von London ist Alan Ames als Jugendlicher in die Kriminalität abgerutscht. Drogen- und Gewaltexzesse sind damals auf der Tagesordnung gestanden. Heute zieht Alan Ames durch die Welt und heilt im Namen Gottes Menschen von ihren Krankheiten. Alan Ames bei einem Heilgottesdienst in der Pfarrkirche Oberndorf, wo er kürzlich mit der ausdrücklichen Genehmigung von Erzbischof Kotgasser aufgetreten ist. Immer wieder kippen Teilnehmer während der Zeremonie einfach um, wenn sie, wie es Alan Ames bezeichnet, vom Heiligen Geist berührt werden. Sie sind aber gleich darauf wieder frisch und munter. Ich war schon einmal bei so einem Heilungsgottesdienst dabei, da habe ich überhaupt nichts verspürt, da bin ich nach vorgegangen und einfach bin ich ganz normal wieder weggegangen und heute, wie er mich berührt hat, ist alles ganz kribbelig geworden und schwammrige Knie und auf einmal habe ich mich nicht mehr halten können zum Stein und ich habe mich umgefallen. Es ist mir nichts anderes überblieben, wie dass ich umgefallen bin und es war irgendwie ein herrliches Gefühl. Unbeschreiblich. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Es arbeitet jetzt noch. Es ist etwas wie ein Stromschlag, der durchgeht, aber unfassbar und gewaltig. Dabei hätte sich Alan Ames selbst wohl kaum gedacht, dass er einmal Menschen heilen würde. Meine Familie war sehr arm. Ich bin eigentlich nur in die Kirche gegangen, um dort etwas zu stehlen, bis eines Tages zwei Polizisten aus dem Beichtstuhl gesprungen sind und mich festgenommen haben. Danach habe ich zumindest nichts mehr aus der Kirche gestohlen. Als ich dann älter wurde, wurde ich Mitglied in einem Motorradgang. Ich wurde sehr gewalttätig und abhängig von Drogen und Alkohol und habe wohl keine Sünde ausgelassen. Doch das Leben von Alan Ames sollte sich entscheidend verändern. Als ich 40 Jahre alt war, hörte ich plötzlich eine Stimme. Ich dachte so, jetzt werde ich verrückt. Die Stimme hat mir erklärt, sie sei ein Engel von Gott geschickt, denn Gott liebt mich und er will auch meine Liebe. Ich habe geantwortet, Gott will meine Liebe, ich bin so schlecht, wenn er wirklich existiert, wird er mich in die Hölle schicken. Nachdem es dem Engel nicht gelungen war, Alan Ames zu bekehren, sollen ihm mehrere Heilige, die ihm erschienen waren, geraten haben, sein Leben zu ändern. I had to lead a sacramental, a prayerful, a scriptural life with a complete obedience to the Catholic Church. Ich sollte ein Leben führen in den Sakramenten, ein Leben des Gebets mit Lesung der Heiligen Schrift und in einem vollkommenen Gehorsam gegenüber der katholischen Kirche. Now I didn't want to do any of those things. I didn't want to go to church. I'd prefer to go to a bar and have a few beers. Ich aber wollte gar nichts von alledem tun. Ich wollte doch nicht in die Kirche. Lieber wollte ich in eine Bar, um dort Bier zu trinken. Alan Ames hat sich dann aber doch bekehren lassen und sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Gott hat mir gesagt, ich solle hinausgehen und mit den Menschen reden und für sie beten. Das habe ich auch gemacht. Lange Zeit ist gar nichts passiert, aber der Herr hat mir gesagt, ich solle durchhalten und ihm vertrauen. Plötzlich wurden Menschen geheilt, mit denen ich in Australien gebetet habe. Viele Menschen, Behinderte, Krebskranke. Seitdem wurden die Heilungen immer mehr. Manchmal passiert die Heilung noch am selben Abend, manchmal dauert es ein paar Tage oder Wochen. And ever since then now the healings have been strong. Sometimes you see them immediately at night, but usually it's over the next few days, next few weeks. Wobei Alan Ames immer wieder betont, dass nicht er, sondern Gott selbst durch ihn die Heilungen möglich macht. Ich habe gesagt, eben wie die Schwester ihm gesagt hat, Gott, ich bin da bei dir, nimm mich bitte in deine Hand und mach mich gesund. Weil ich eben nichts sehe und wenn es möglich ist, und dann sind die Augen, haben es Tränen angefangen und
Was weiter geschieht nachher, weiß ich noch nicht. Steht sich aus. Alan Ames, ein Mann, der im Auftrag der Kirche Heilung und Hoffnung spenden kann.